Ich habe gerade für meine Story, das poste ich jetzt gleich direkt, so ein kleines Hair-Tutorial gemacht. Also meine Pflegeroutine auch und welche Produkte ich aktuell benutze. Oh, I love it. Es hat gerade richtig Spaß gemacht. Ich habe so lange meine Haare nicht mehr so gelockt. Hello. Mich fragen ja immer richtig viele nach meiner Haarroutine und ob ich dazu mal ein Video machen kann. Deshalb mache ich das jetzt einfach mal hier via Insta-Story. Also die sind frisch gewaschen. Ich habe das Shampoo für euch schon mal rausgelegt. Und zwar ist es dieses hier. Einmal dieses Shampoo hier. Das ist von Nusha. Ich habe auch aktuell einen Code. Unfassbar, als ich die gerade schon aufgemacht habe. Riecht so geil. Und diesen Conditioner, dass die so weich werden und dann so runterhängen und kein Volumen mehr haben. Das ist hier gar nicht der Fall. Das sind High-Performance-Produkte. Die bekommt ihr auch nicht bei Drittanbietern. Also entweder im Online-Shop bei Nusha oder im exklusiven Friseursalon. Dort könnt ihr die auch zum Beispiel nachfüllen lassen. Also es ist auch umweltfreundlich, dass ihr die nachfüllen könnt und nicht immer wieder neu kaufen müsst, wenn ihr einen Salon findet. Die Kur, die habe ich euch beim letzten Mal auch schon vorgestellt. Das ist die hier, die benutze ich einfach mit in der Dusche. Ich mache sie ganz am Anfang rein in die gewaschenen Haare und dann lasse ich das 10 Minuten einwirken oder 5 Minuten, je nachdem, wie lange ich dusche. Dann solltet ihr natürlich immer einen Hitzeschutz benutzen. Vor allem die Mädels, die viel glätten, viel Locken machen oder selbst Föhn ist schon schädlich für die Haare. Je nachdem, wie heiß der Föhn ist. Deshalb benutze ich jetzt hier ein Hitzespray. Das ist das Blowout Spray, ebenfalls von Nusha. Ich weiß nicht, wie die diese Parfums formulieren. Aber ich brauche eins in einer großen Tube für meinen Körper, weil die Produkte, da merkt man halt den Unterschied zwischen DM-Produkten und High-Class-Produkten, die aber vom Preis her tatsächlich völlig in Ordnung gehen und halt wirklich Inhaltsstoffe drin haben, die eure Haare auch wirklich pflegen und nicht einfach nur irgendein Müll. Also kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, ich würde mich selbst influenzen lassen von Influencern. So, dann natürlich Föhn und beim letzten Mal, wo ich meine, gezeigt habe, wie ich meine Haare föhne, haben mich 1 Million Leute angeschrieben, benutzt du nicht mehr den Dyson? Aha, ist der Dyson etwa doch nicht so gut? Doch, ich benutze den Dyson noch, aber wenn ich meine Haare nur normal föhne, zum Beispiel ohne direkt Locken reinzumachen, wie mit dem Dyson, wo ich ja in die nassen Haare direkt Locken reinmachen kann, dann benutze ich einfach meinen normalen Föhn. I don't know, ich habe es immer so gemacht und deshalb irgendwie, ich bin halt daran gewöhnt und der ist noch gut, der Föhn. Deshalb benutze ich den. So, und ich habe Lust, heute mir nochmal Wellen zu machen. Ich habe so lange keine Wellen mehr getragen oder Locken allgemein. Es sei denn, ich habe sie jetzt Luft trocknen lassen. Und ich mache die mit dem Lockenstab und ich habe meine Haare extra jetzt zum Beispiel so nach unten geföhnt, damit die schon mal so ein bisschen flacher sind am Kopf. Weil ich finde, dann sieht das mehr Beach-Style-mäßiger aus. Wenn ihr wisst, was ich meine, wenn das so ein bisschen glatter ist. So, und ich nehme jetzt auch große Partien, weil ich habe jetzt nicht so Lust, mich jetzt stundenlang damit zu beschäftigen. Heißt also, da nehme ich größere Partien. Das macht dann natürlich einen anderen Hairstyle, aber das heißt ja nicht, dass der nicht mehr so schön ist. Heißt also, ich nehme ungefähr so ein Stück. So, und dann nehme ich meinen Lockenstab. Meiner ist jetzt gerade von Remington. Ich schwöre, ich benutze auch den Dyson, aber ich möchte jetzt gerade Beachwaves machen und das kann ich hiermit einfach tatsächlich. So, wenn dann alles gelockt ist, dann gehe ich immer noch so ein bisschen durch. Für die Leute, bei denen es schnell rausfällt, nicht allzu doll. So, und dann will ich halt nur noch so leichte Wellen haben. Das wird sich jetzt über den Tag natürlich noch ein kleines bisschen mehr aushängen. Aber für den Glanz, das, was ich euch schon gezeigt habe, ich mache das immer rein. Ich habe sogar gestern zum Schlafen, habe ich mich richtig damit voll geschmiert in den Haaren. Das pflegt so unnormal und es riecht, oh mein Gott, ich kann es immer nur wiederholen. Das ist das Luxe Treatment Oil von Nusha und das ist auch
extra in so einer hochwertigen, eine Art Glas. Hartglas. Ich brauche nur so ein kleines bisschen. Verreibe das in meinen Händen und jetzt gehe ich dadurch über meine Spitzen. Oh, das, ich weiß gar nicht, an was mich das erinnert, aber das riecht so gut. So, ich nehme immer den Rest noch für meine Arme, weil das so... Oh, ich brauche ein paar Farben davon. So, meinen Ansatz besprühe ich jetzt ganz leicht, damit diese kleinen Baby... Sorry, abgebrochen. Babyhärchen. Das ist ebenfalls von Yusha. Das Haarspray. Die Sachen sehen auch so schön aus, ne? Man stellt sich das richtig gerne. Normalerweise kommt das immer alles in die Kiste, aber ich stelle das immer aktuell hier hin, weil das so schön aussieht in meinem Badezimmer. Wie gesagt, ihr spart mit meinem Code. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr werdet hundertprozentig nicht enttäuscht sein. Es sind sehr, 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 sehr hochwertige Produkte. Keine Tierversuche. High Performance. Wirklich für einen guten Preis. Also, give it a try. Ich kann es euch nur empfehlen. Sehr, 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 sehr gut. Moin! Tier-Content. Da ist Scheiße überall. Wichtig. Oh. Kannst du das nochmal sagen? Selbst die haben mehr Sex als du. In Zeiten von Corona.